Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einem neuen Spiel von Resident Evil 8 Village. Ja, Leute, ich muss euch was sagen. Ich habe Resident Evil 7 Biohazard gespielt. Ich habe das zwar auch aufgenommen, aber leider aus Versehen gelöscht. Weil ich hatte ein neues Laptop gehabt. Ich wollte die ganzen Videoübertragungen alles in meinen neuen Laptop auf den alt auf neu übertragen. Aber leider habe ich Resident Evil nicht übertragen. Alles gelöscht. Ja. Aber ich hoffe nicht, dass es wie in Resident Evil auch mit Jumpscares ist. Ich hoffe es mal nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, ich habe gehört, das soll ja schlimmer sein als das 7. Aber mal schauen erstmal. Wie es weitergeht, Leute. Lasst ein Abo, lasst ein Like da. Und ja. Dann sage ich, nicht so lange quatschen und direkt anfangen. Neues Spiel. Standard. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von Dunkler. Kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur«. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es sowas Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Ja, hast du was gesagt?
Nix. Nichts. Ich bring sie ins Bett. Paranoid? Ich glaube, du bist ein bisschen so geistesgestört, oder? Ein Gruselgeschichte, ein 6-Monat-altiges Baby? Sag mal, krank oder so? Ach, keine Ahnung. Ja, wir erkundigen uns mal nichts. Aus das? Wenn es wärmer wird, können wir raus spazieren. Können wir machen. So. Oh, ein Flachbildfernseher, das ist schon mal geil. Ah, warte. Der Monitor des Babyphones ist ausgeschaltet. Rose Windel, sie wächst langsam aus innen heraus. So. Was ist das? Oh, Mia, die wo schwanger ist. Oh, Mia. Ein echtes Wunder. Und Ethan mit mir und das Baby. Vor 3 Jahren hätte ich mir das nicht mal im Traum vorstellen können. Wenn du groß bist, stoßen wir gemeinsam an, versprochen? Halt dich besser fern von mir, wenn ich koche, Schatz. Ja, lieber. Roast-Menü, Februar. 6.2. Reis, Keralien, Bananen, Mousse. 7.2. Süßkartoffelbrei, Rahmspinat. Meine Schwester macht das auch so, Liste. Ethan, wehe du tust ihr Zucker oder Honig ins Essen und keine Pizza. Das Zeug brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Ja, ich liebe dich auch. Komm her, Schatzi. Komm her. Komm her, Schatz, komm. Hey, bleib bei mir, ich hab Angst. Komm bitte, Napoleon, bleib mal hier. Komm her, du Bär. Nicht weinen. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja, ist es auch nichts. Ich verstehe nur nicht, was es will. Was ist das? Mias Medizin. Seit dem Vorfall musste sich an eine strikte Diät halten. Strikte Diät halten. Tut mir leid, Leute, weil so... Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Wie süß! Bei den Göttern ist es so süß. Irgendwas hier? Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Also hat das Giftvorgas in Dublin geklärt. Die Ermittlungen bevorzüglich des Austritts von giftigen Gas in Dublin, Louisiana, im Jahre 2017 wurde am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu Ende des Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich in der Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B., 57 Jahre alt, und seine Familie, die den Gas ausgesetzt waren, verstarben in den Folge. Mit Ethan und Mia Winters sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde vom offiziellen Seite abgeriegelt. Es wurde verlauten, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar ist. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Hm?
die Architektur osteuropäischer Burgen und Wehrtürme aus historischer Sicht von George Trevor. Ah! Wozu habe ich denn eigentlich noch? Wäre Zeit, dass ich ihn entsorge. Das ist doch dieses Ding von Resident Evil 7. Was da, meine Kleine? Die Sachen, die Rose im Morgen entziehen soll. Nicht weinen! Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Moment. Überlebende an den Waffen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Erschwerte Geschütze in Kampfsituation von Joseph Kendo. Oh, hallo, kleine Rose. Name Rosemary Winters, Geburtsdatum 2.8.2020, Größe 20,3 cm, Gewicht 6,57 Kilogramm schwer. Untersuchung, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten, Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkung, Ergebnis, das Test auf pathogene Pilze werden noch von den BSAA bereitgestellt. Applefeld Memorial Hospital, Krankenhaus. Kein Grund zur Sorge. Mia und ich haben uns wieder mal gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Ja, selbstverständlich. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa, wo in Europa, gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen, aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können? Ohne dass die Erinnerungen in unseren Köpfen herumgeistert. Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und mir weiß das auch, dass ich bin mir sicher, wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. So, Kleine. Darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Das stimmt. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Das stimmt. So wie ich euch Katzen so behandle. Ich lasse auch nicht zu, dass niemand euch klaut. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten.
Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Was? Mia, runter! Oh nein. Mia! Alter! Mia, oh Gott! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Du kleiner Bastard, du! Chris Redfield ist das, Leute! Los, Bewegung! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Ah, Arbeit. Ist ja klar. My little angel, mein kleiner Engel. Genau, bleib schön da, Napoleon. Schön da bei mir, sonst habe ich Angst. Bleib bei deinem Papa. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorab muss geguckt werden. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? So, untersuchen. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Missionsziele, Ziele eliminiere.
Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Ach so. Okay. Verboten. Hacken. Ja. Oh, Rabe. Aber wieso sind die aufgehängt? Verdammt, ey! Ey, was war das? Hey, Arschloch, was bist du denn? Was ist da? Nichts zu gebrauchen. Nichts. Nichts. Suchen? Ein Jesus. Wer klopft denn da? Nur eine Ratte. Nur eine Ratte. Oh fuck! Okay. Schnell rausgehen. Passiert.
So. Er speichert, das ist schon mal gut. Oh. Wo zum Teufel bin ich? Sieht aus wie Transsilvanien, in Rumänien. Wenn ja, scheiße. Ist nicht gut. Nichts gegen Rumänien, aber Transsilvanien ist schon brutal. Werwolf, Dracula, Vampire, keine Ahnung, alles mögliche Monster, ey. Okay. Oh, ein Pferd! Ein Pferd! Knoblauch? Okay, was ist denn da? Gibt's da was für mich? Sind sie unterwegs? Kann sein. Das Schloss ist. Das Schloss ließ sich leicht öffnen. Okay. Wo fährt? Du hast mich nicht gesehen, Digga. Du habe mich nicht gesehen. Nichts. Zu. Zu. Nichts. Was hat das hier verloren? Gibt's da was hier? Nein, nutzlos. Was ist das denn? Frage ich mich auch. Eine Kutsche. Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres kein Zutritt. Sieht zerbrechlich aus. Achso, ja, Messer. Okay, Arzneimittel. Manche Objekte können zerstört werden. Okay, ja, das weiß ich. Sind sie einfach weggelaufen? Ekelhaft. So. Ah, nicht, Digga! Nicht schießen! Nicht. Wer sind sie? Wer schickt sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein. Sie kommen. Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Was ist denn da draußen? Hey! Haben Sie gehört? Hey! Ah!
Oh, shit! Eine Leiche? Mist! Noch mehr! Okay. Gottverdammte. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Scheiße. Bolzschneider, gut. Chemikalien, gut. Kraut, gut. Von der anderen Seite verschlossen. Nichts passiert. Können verriegelt werden, okay. Mach ich mal. Nehmen. Nehmen! Los. Wir sind überall. Mist. Sie sind überall. Okay, okay. Beruhig dich, beruhig dich. Yeah.
Oh, fuck! Weg, 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 weg! Oh. Ist das vorbei? Glaube, ja. Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt, kommt zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Okay. Okay, die gehen weg. Nehm die Scheißwaffe. Verdammt. Perfekt. Okay. Oh, verpiss dich! Es nimmt kein Ende. Verpiss dich! Kleiner Bastard! Scheiße! Nicht im Ernst! Wow! Oho! Du kleiner Wichser, geh doch mal weg! Foto. Moment.
Oh Mann. Ah, fuck! Sackgasse! Verpiss dich! Warten! Kein Likes für Likane. Ah, Likan. Werwölfe also. Erstmal alles durchsuchen. Oh Mann, was war das denn jetzt? Geht nicht auf.
Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Nach Rose suchen. Ja, klar. Gibt es eine Karte oder sowas? Tatsächlich. Ah. Walkürenstadt. Jetzt verstehe ich's. Opfern dieses Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, dem möge den Zorn der Mutter Mirandas erteilen. Durch. Irgendetwas fehlt. Schloss die Melkus. Okay. Ja, klar. Warte mal, zeigt es auch sogar an. Okay, gut. Eva, Juni 1909, August 1919, möge deine Schlummer nur vorübergehend sein.
untersuchen. Familienfoto. Sieht aus, als könnte hier etwas hineinsetzen, okay? Speichert, okay, gut. Irgendetwas fehlt. Jungfragment. Nehme ich mal gleich. Geh mal weg! Geh mal weg! Nicht in den Computer! Sollte Unglück über das Dorf hineinbrechen, finde die zwei Relieffragmente, eines in der Kirche, eines bei der Lucius Haus. Okay. Ah! Da kann ich speichern. Okay, bisschen alles so dunkel hier. Ich untersuche noch was hier. Okay, weiß Bescheid. Okay. Was soll ich jetzt machen? Mechanische Tür. Ausgeschlossener Tor. Scheiße. Ah! Oh, großer Lykan. Sagenhafter Wolfsmonster. Von eins möge ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen.
möge dir kommen und uns bei lebendigen Leib zerreißen. Irgendwie krank, aber okay. Durchgehen, das ist schon wieder zu. Von der anderen Seite verschlossen. Versperrt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nichts wissen, was ich tun soll. Zeigt die was? Hier, diese Richtung. Hier geht's wohl zum Schloss. Speichere ich mal. Okay Leute, sage ich mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.